Die Sportart Handball wurde auch heuer wieder vielen Schülern der letzten Volksschulklassen aus Bruck und Umgebung auf spielerische Weise nähergebracht. Unter Anleitung von Trainern und Spielern der ECE Bulls erhielten die Schüler Einblicke in diese schnelle und spannende Sportart. Ein sportliches Zusatzangebot, welches die Kids mit Begeisterung annahmen. Andreas Schenk, alle Jahre wieder ein Turnier für die Kids beim Handball. Ich glaube, man hört es im Hintergrund, eine Menge los. Eine Menge los. Wir haben 10 Schulen, 20 Mannschaften am Start aus der ganzen Region, von Turnau bis Beneck bis Oberaich. Also es spielt sich einiges ab. Stichwort abspielen, man hat ja einen Hintergrund, warum man sowas macht. Einerseits möchten wir den Schulunterricht, den Turnunterricht in den Schulen bereichern mit unserem Zusatzangebot und schicken deshalb Handballtrainer in die Schulen. Und das andere ist natürlich, wir möchten auch den Kindern Handball näher bringen und den einen oder anderen dann auch für diese Sportart gewinnen. Man sieht ja auch, es gibt ja die Vorbilder des HLA-Clubs. Wenn ich hier denke, Marinovic, wenn ich hier denke an Breg, alle als Schiedsrichter tätig auch hier, auch der sportliche Leiter ist mit dabei. Hat das für die Kinder ganz was Besonderes dann auch noch? Ja, so werden diese Stars, die man sonst nur aus der Entfernung von der Tribüne aus kennt, auch angreifbar und sie geben sich gerne her für Tipps, Autogramme auf die Leiberl sind sehr gefragt. Und gerade der Martin Breg ist eine wirkliche Integrationsfigur, also da können alle Kinder mit ihm was anfangen. Er hat eine tolle Art und trainiert auch Kinder bei uns im Verein. Also das ist wirklich ein Mann, der die Kinder zum Sport bringen kann. Ich glaube, gleichzeitig ist es auch ein wichtiger Bestandteil, dass man gerade von solchen Leuten, aber auch von den Verantwortlichen bei solchen Turnieren immer wieder ein bisschen sortieren kann, schon Talente sieht, die man vielleicht, die noch nicht beim Handball sind, dazu bringt. Könnte man so sehen, nur wir gehen einen anderen Weg. Wir schauen, dass alle Kinder in allen Klassen wirklich mit Handball in Kontakt kommen. Auch hier beim Turnier geht es nicht in erster Linie um erstklassige sportliche Leistungen, sondern um das gemeinsame Erleben einer Sportart. Und dann kommt es von selbst, das ist unsere Meinung, dass die Kinder die Freude am Sport gewinnen. Und das ist jetzt nicht eine Talentesuche oder ein Scouting, sondern wir möchten die Kinder einfach den Weg zeigen zu einer neuen Sportart. Und wenn es dann jemandem gefällt, freut es uns sehr, wenn er beim Verein beginnt. So unter dem Thema General Sport, weg von der Straße zum Sport, weg vom Computer ebenfalls zum Sport und zur Bewegung. Ja, die soziale Kompetenz kann man am besten in einer Mannschaftssportart lernen. Und das passiert hier. Also die Kinder agieren gemeinsam, man hilft sich gegenseitig, man freut sich gegenseitig oder trauert gemeinsam, wenn es einmal notwendig ist. Und genau das lernt man hier, ohne dass man was erfinden muss. Das passiert ganz einfach mit der Sportart. Freude an dieser Sportart zu vermitteln, war das Ziel dieser Veranstaltung. Und wer weiß, vielleicht wird man das eine oder andere Talent in Zukunft bei den ECE Bulls spielen sehen.